Variation an der Caron mit Zubehörteilen aller Art. Es gibt eine ganze Menge auf dem Markt. Ich habe jetzt mehrere hier zum Vorstellen in dem Video. Das ist der Hackstick, der ist seitlich an der Caron dran und macht einen Schellenring. Den kann ich auch noch dämpfen oder freimachen. Freimachen. Schwingen die Schellenringe mehr. Alle Teile mit Klettverschluss hier befestigt. Die Idee ist jetzt, die Hand zu splitten. Das kann man lernen, damit diese Finger den Snare-Ton spielen. Und na, bei mir ist eigentlich nur der kleine Finger, der den Hackstick noch mit bedient. Natürlich kann ich jetzt meinen Rhythmus aufbauen. Ich muss ja nicht jedes Mal den Hackstick verwenden, sondern ich kann sagen, ich nehme ihn immer nur auf der 4. Ich kann aber auch sagen, den Grundruf spiele ich im Grunde genommen mit der Führungshand und habe jetzt die Hand frei, eine eigene Rhythmuslinie auf dem Hackstick zu machen. Vielleicht ist mal am Anfang was Einfaches, nämlich die Viertel mitzuspielen. Ein Mitspielobjekt, da kann man natürlich auch Achtellinien üben oder Sechzehntel. Weiterhin gehört zu diesem Hackstick dieser Sidekick. Den kann man mit am Hackstick befestigen oder eben abmachen und separat auf dem Boden spielen, nämlich mit dem Fuß. Das ist schon ein krasses Geräusch. Hier muss der Fuß trainiert werden. So ein bisschen gedämpfter geht auch. Der lässt sich mittels Klettverschluss jetzt hier befestigen. So. Oben drüber habe ich mir einen Shaker dran gemacht. Shaker gibt es ja viele. Der lässt sich schön, den habe ich draufgeklebt, den Klettverschluss an der Caron befestigen. Da habe ich ihn immer parat. Bauteil, was ich vorstellen möchte, die Caron Cassava mit Klettverschluss an der Caron befestigt, kann man solche Töne machen oder einschlagen oder anschlagen. Ich habe die bei mir auf der Führungshand. Bauteile gibt es für die Caron. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und wie gesagt im gediegenen Rhythmus anfangen, denn dann ruft's.